Oh, der King ist gefangen auf seiner Platte. Oh. Ich würde sagen, wir schicken heute mal ein paar Drachen in die Schlacht, die den da wieder rausholen. Und damit herzlich willkommen bei mir im Thorsten Toto beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, das ist ja der zweite Clan aus dem Event-Clan, in den ich reingegangen bin. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal unseren Dicken wieder dahin, wo er eigentlich hingehört. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, ja, ich glaube, so passt das. Und er kommt natürlich wieder hier in die Baustelle rein, neben seiner Gattin, neben der Queen. Und ja, gucken wir mal, ob wir uns den King hier wieder freispielen können. Ihr seht das, bei mir geht es richtig heftig in der Base zu. Ich habe hier meine letzten beiden Kanonen schon im Ausbau und habe den ersten Flächenschaden angestoßen. Also den ersten Wizard Tower. Ja, mal sehen, wie wir uns hier schlagen und ob wir den Queen, den King wieder aufwecken können. Denn ihr seht das, ich habe ihn vor etlichen Stunden erst hingelegt. Ich habe gedacht, Mensch, ich hatte 200.000 voll oder fast 200.000. Und dann drücke ich den erstmal, denn es gibt ja ein Buch hier in den Events. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, aber einfach mal drei Drachenangriffe, ein bisschen gequatscht dabei und los geht's. Uff, der sieht gut aus. Ich kann auch sagen, warum der gut aussieht. Er hat nämlich über 6.000 Dunkles für mich. Und ja, mal sehen, ob wir uns das irgendwo abholen können. Ich muss jetzt mal gerade gucken, von welcher Seite ich hier reingehe. Ihr seht hier meine Truppe. Ich habe in der Clanburg einen Lavahund und einen Lohn. Okay. Und ja, ihr müsst mir das nachsehen. Ich habe ein Erdbeben gebaut, aber ich baue den Erdbebenzauber nicht, um mir irgendwelche Löcher in irgendwelche Bases zu sprengen, sondern ich baue mir eigentlich den Zauber, um eine Luftabwehr zu zerstören. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich habe ja jetzt kein King. Ihr seht, dass hier meine Armee so ein bisschen unterstützt mit einem Queen Walk und Warden vorweg. Mal sehen, ich gehe mal ein bisschen näher rein, dann sehe ich auch mal ein bisschen mehr. Denn ich bin so ein bisschen, ich bin leicht gehandicapt. Ich bin leicht gehandicapt, denn ich habe eine Entzündung in der Schulter und kann meinen linken Arm nicht nach oben bewegen und oder zur Seite, also nicht zur Seite, nicht nach oben. Und das ist schon, das ist eine Altlast. Das ist eine Altlast. Ich hatte mir mal vor Jahren die Schulter gebrochen, beziehungsweise das Schlüsselbein, und irgendwie ziehen jetzt immer die Entzündung. Also egal, ob das eine Erkältung ist oder was auch immer, zieht irgendwie dann in meine Schulter rein, beziehungsweise in meinen Arm rein, also direkt oben in das Gelenk. Und dann bin ich etwas bewegungseingeschränkt. So will ich das mal sagen. So, jetzt will ich mal gerade gucken. Oh, ich hab so viel Mauerbrecher dabei. Aber mal sehen, ob die Queen hier jetzt reingeht in die Base. Da noch so ein bisschen weiter Trouble zu machen. Jawohl, die geht da schon mal rein. Das ist super. Jetzt ballert allerdings auch schon der erste Inferno. Und dann müssen wir hier jetzt mal mit unseren restlichen Truppen in die Base reinkommen. Ich habe einen Speed-Zauber dabei und noch zwei Wut-Zauber. Oh, das ist heute mal die erste Base, die überhaupt mal Clanburg-Truppen hat. Also ich weiß nicht, ob die Leute hier immer zu faul sind zum Spenden in den Clans oder einfach nichts in die Clanburg nehmen. Ja, okay, den haben wir schon mal weggemacht. Aber jetzt haben wir natürlich den doofen Feger. Ich habe heute auch schon ein paar Feger geblitzt, weil die mich echt abnerven. Sieht hier aber, glaube ich, noch ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir zünden jetzt auch mal unseren Warden und nehmen mal hier unsere beiden Lakis mit rein, dass die vielleicht bleiben die Drachen dann so ein bisschen in der Spur drin. Boah, das sieht aber ganz gut aus. Also warum da eigentlich das Dunkle? Ja, unser King soll natürlich, entweder geht unser King weiter oder ich habe was ganz, ganz anderes vor. Das zeige ich euch nach dem Kampf hier. Ich denke, der ist ganz gut gelungen. Der Drachenangriff, ist schon nett. Das Drachen-Event hier gefällt mir außerordentlich gut, obwohl ich so überhaupt nicht Drachen kann. Und ich habe auch lange überlegt, wie greifst du jetzt eigentlich an und wie machst du jetzt eigentlich deine Kämpfe hier, um dieses Event vor allen Dingen ressourcenschonend unterzubringen. Aber der Drachen kostet ja nur 3.700 Elex, also er ist relativ günstig. Es bleibt immer ein bisschen was über, vor allen Dingen, wenn ich solche Bases hier habe. Und dann schauen wir mal. Ja, ich denke, das ist absolut in Ordnung. Und wenn wir mal in
meinen Attack-Log gucken, dann seht ihr, dass ich habe mit exakt der gleichen Armee hier richtig, richtig viel reingefarmt. Also richtig krasses Ding. Ich bin allerdings auch ein bisschen hoch in der Liga jetzt schon bei 2,944, also kurz vor Meister 1. Da wollte ich eigentlich nicht wirklich hin. Aber was ich eigentlich vorhabe, das will ich euch jetzt mal kurz erzählen. Hier machen wir aber nochmal Luftwut. Ja, ich glaube, die behalten wir ruhig so bei, oder? Wir nehmen mal, wisst ihr was? Wir nehmen mal eins, zwei hier raus. Wir nehmen mal einen Hund selber mit. Einen Hund selber mit und einen Babydrachen. So machen wir das mal. Ich glaube, so ist das mal eine gesunde Mischung. Den Babydrachen habe ich ja noch nicht ganz auf Maxed. Der läuft ja im Moment im Labor. Aber es ist auch meine letzte Elex-Truppe, die hier im Labor läuft. Und ich habe eigentlich vor, den Klonzauber komplett durchzumachen. Ich habe vor, den Klonzauber komplett durchzumachen. Das heißt, ich habe im Moment in meiner Treasury hier zwei Zauberbücher und wollte die eigentlich jetzt nicht für dunkle Zauber verbrauchen, sondern eher dann für die hellen, denn ich habe hier die Sachen noch nicht abgeholt. Da halt das, was wir jetzt als erstes mal machen, wir nehmen hier nochmal so eine Training Potion, denn es kommt sicherlich wieder eine im Shop und ihr seht das hier, gehende Leere, das muss aufgefüllt werden. Das muss erstmal aufgefüllt werden, also nehmen wir hier die Trainingspotion. Wir nehmen hier die Gems, wir nehmen hier den Schub für die Minen und Sammler, denn da habe ich überhaupt keine mehr von. Hier nehmen wir den. Ich würde sagen, wir nehmen hier das Buch für Gebäude, denn da habe ich noch ein bisschen was offen und möchte mir eigentlich mal ganz gerne einen Bauarbeiter freilassen. Und ja, hier oben die beiden Runen, richtig nett. Habe ich noch nicht gehabt. Und also so habe ich das eigentlich vor. Denn in 3 Tagen, vielen lieben Dank nochmal an den Aufklärungskurs, denn das ist der Score, hier der Clan-Score vom Clan-Aufklärungskurs und nicht von dem Clan hier. Denn ihr wisst, in dem Clan, wo man sich seine Punkte erspielt, und ich habe ja einmal gewechselt, dort nimmt man dann auch die Rewards mit. Also danke, dass ihr das auch wieder locker geschafft habt mit den Clan-Spielen. Und man muss übrigens in keinen Clan sein, um die Clan-Spiele abzuschließen. Das sei mal an der Stelle gesagt. Denn ich war ja auch schon clanlos und konnte mir trotzdem die Clan-Spiel-Rewards abholen. Die Karre ist nämlich da. Also, was habe ich eigentlich vor? Ich habe eigentlich vor, in den 3 Tagen, 2 Stunden den Klonzauber auf Level 4 zu machen, ihn gleich durchzudrücken mit einem Zauberbuch, dann die Rune des Elexes zu nehmen und dann auch gleich fertigzustellen. Es wäre natürlich cool, wenn mein Labor da nicht steht, also 100.000 vielleicht für den Skeleton Spell, oder aber hier hinten habe ich dann noch 3 Truppen zu machen, Minions, nämlich die Walküren und den Golem, und dann bin ich hier, oh, ihr seht das hier, ich bin dann durch. Also es ist echt nicht mehr so lang, und halt, hier seht das. Und ich bin so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wie schnell jetzt gerade mit den Clan-Spielen, mit den Büchern, hier Rathaus 11 auch vonstatten ging. Aber wir wollen ja erstmal gucken, dass wir was für den King machen. Aber ich habe, glaube ich, auch für euch eine Tech in meiner Zwischenablage. Gucken wir mal. Mal sehen. Jawohl, das ist er. Das ist der CVAP. Clash Royale heißt er, glaube ich, bei mir in den Kommentaren. Und er ist ein Rathaus 9er aus dem Clan. Mach es einfach, auch nicht schlecht. Schöner Clanname. Und er ist hier ein ziemlich starkes RH9, was zumindest die defensiven Gebäude angeht. Also die Verteidigung um den X-Bogen, um die Luftabwehren, um die Magiertürme, Bogenschützentürme, Kanonen. Das sieht schon sehr, sehr nach ziemlich stark maxed out aus. Aber die Helden sind natürlich sehr low. 220 Truppen, das sehen wir hier auch. Der Rest kann auch noch ein bisschen was vertragen. Hier der Bohrer geht noch hoch. Ich denke aber, das sieht eigentlich gut aus. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man als Neuner macht. Allerdings ist die Base sehr, sehr stark im Gegensatz zu den Helden, und die Truppen sehen auch aus. Ja, kein Bock auf Schweinereiter gehabt im Rathaus 8 Bereich. Valkyrie auch nicht weitergemacht, aber er hat einen Golem und er hat vor allen Dingen Lufttruppen, nämlich den Lava-Hund und die Loons auf 6. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier unten bei den Zaubern wäre auch ein bisschen mehr gegangen, denke ich mal. Also Sprungzauber, das ist eigentlich ein Zauber, den braucht man sehr, sehr häufig. Wenn der auf 2 ist, liegt er schon mal ein bisschen länger. Und sieht aber ganz gut aus. Er hat mich gebeten, dass ich ihn besuche. Habe ich damit mal gemacht. Und wir machen mal unseren zweiten Drachenangriff. Oh, heute haben wir nur solche coolen Bases hier. Den nehmen wir mal mit.
Den nehmen wir mal mit. Ich muss mal gerade gucken, über welche Seite ich jetzt eigentlich reinkomme. Da sind die ganzen Helden. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem von da rein. Denn dann kriegen wir vielleicht schon mal die Warden-Statue weg. Ist ja auch ein Held. So, ich gehe mal wieder ein bisschen näher rein. Meine Nesarmee sieht ja ein ganz, ganz kleines Stück anders aus. Und da bin ich auch mal gespannt. Dann stelle ich den Warden auf mal Luft. Ich habe den noch nie auf Luft gestellt, glaube ich. Da muss ich jetzt mal schauen. Ja, der Klonzauber geht natürlich dann auf 5 durch mit der Rune. Also ich will den Klonzauber dann komplett fertig machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so machen würdet oder ob ihr das dann etwas anders machen würdet, als ich es eigentlich plane. Und ja, der Lauf hier ist jetzt gerade mal so ein bisschen anders, als ich plane. Dann, ich würde sagen, wir nehmen hier hinten, ich nehme... Ah ne, die Luftabwehr muss ich gar nicht rausnehmen. Die ist sowieso im Bau. Perfekt. Das ist schon mal perfekt. Und der eine Inferno ist schon mal weg. Oh, meine Queen ist da sehr in Bedrängnis gerade. Da müssen wir sie nochmal in Wut versetzen, glaube ich. Können dann... Na, wo können wir dann eigentlich reingehen? Ach, die Queen ist schon drin. Die Queen ist schon drin. Ich kann hier nur für Ablenkung sorgen. Jetzt für meine Drachen. Dass die ersten Bogenschützentürme hier und der Tesla darauf ballern. Okay, jetzt gibt es schon mal Feuer von der Seite. Und ich darf natürlich nicht vergessen, meinen Warden gleich zu zünden. Ah, okay, da kommen jetzt gleich, glaube ich, die Queen ist schon weg. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Das Rathaus wird in jedem Fall meins sein. Und wir verbrauchen auch... Ja, ich verbrauche ruhig alle Zauber. Das macht nichts. Ich nehme ruhig alle Zauber in Anspruch hier. Denn die Kollegen hier aus dem Clan können auch ein bisschen spenden. Aber sieht schon gut aus hier. Und ja, normalerweise greife ich ja solche Max-Dörfer nicht unbedingt an. Also fast Max-Dörfer oder RR-11er mit Adler. Mit diesen Truppen hier kann man das schon mal machen. Ihr seht das hier. Ist so ein bisschen die Überhand. Aber klar, hier habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass er hier auch noch die Luftabwehr im Ausbau hat. Wunderbar. Und damit haben wir unseren zweiten Angriff hier im Video schon mal gewonnen. Das heißt also einen einzigen noch und dann sind wir mit dem Event durch und können den King endlich befreien. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus und vor allen Dingen das Coole ist, meine Helden sind wieder direkt voll und ich kann direkt wieder loslegen. So, ich hatte mich eben übrigens vertan. Für mich als RR11 kostet so ein Drache natürlich schon ein bisschen mehr, nämlich 4600 Elixier und nicht 3700. Ich glaube, 3700 müsste so Rathaus 9 Level sein. Ich muss gleich mal bei meinen anderen Accounts gucken, wie viel die dort kosten, denn da habe ich das Event auch noch zu spielen, zumindest ja auch als Max Outer kann man natürlich so ein Event ganz gerne spielen, denn au ohne dass ich schneiden oder skippen muss. Heieieiei, nett, sehr nett und nicht mal Max Out, aber ach, und ich habe den Warden vergessen zu stellen. Okay, vielleicht auch ganz gut, dass ich ihn nicht gestellt habe. Denn dann kann ich jetzt trotzdem noch wieder mit meinem kleinen Mini-Kill-Squad hier vielleicht so ein bisschen in die Base reingehen. Gucken wir mal. Mauer ist schon mal offen, also der Weg ist eigentlich frei, Mädchen. Und sie nimmt auch den Weg. Oh, jetzt hätte ich fast was Verkehrtes gemacht. Mal sehen. Mal sehen, ob wir überhaupt weiter noch reinkommen hier. Ah, die gehen jetzt na, so ein bisschen schräg zur Mauer. Okay. Dann gucken wir mal hier. Ah, da geht schon was. Oh, 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 oh. Eieieiei, da kommen mir ja ein paar Ballons entgegen. Okay, der hat auch wieder Ballons drin, da brauche ich nicht mal zu wuteln. Das ist natürlich super. Dann kann ich hier etwas die Meute, glaube ich, ablenken. Zumindest die Bogenschützentürme. Kommen wir jetzt mal über diese Ecke hier rein. Nehme mal meinen Lavahund mit jetzt den Loons hier. Ich nehme auch meine komplette Clanburg. Und jetzt muss man mal gucken, was wir hier kaputt machen können. Ich glaube, hier hinten, die ist ganz gut. Die ist ganz gut aufgehoben da. So, dann geht das jetzt weiter. Der Warden nimmt sich jetzt auch schon ein bisschen vor allen Dingen den Lufttruppen an. Das ist natürlich super. Ich habe noch beide. Oh, ich habe ja noch vor allen Dingen beide Wutzauber, die ich immer verbrauche. Ja, sauber, sauber, sauber. Komm, 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 komm. Da hinten die Luftabwehr muss weg. Ja, sieht gut aus. Super. Ich verbrauche, glaube ich, meine Zauber auch mal wieder nicht ganz. Schön, dass der Kollege hier pumpt. Finde ich richtig gut. So, dann bringen wir die noch einmal in die Unverwüstbarkeit bzw. in die Unsterblichkeit. Also so, dass sie keinen Schaden mehr bekommen. Queen ist noch voll. Ja, perfekt.
Also Drachen-Event, das wisst ihr selber, ist wirklich eine coole Sache. Und die Armee ist nicht mal teuer, die ich hier habe. Also sie kostet natürlich jetzt extrem wenig Elex, weil der Drache ja wirklich nichts kostet. Bis auf 4600 pro Drache. Drei muss ich nur mitnehmen. Habe ja mal ein paar Loons dabei gehabt. Und ich glaube, so kann man es machen. Aber wie gesagt, auch die Maxed Out RH8 910er, die jetzt nicht weitergehen, so können das ruhig spielen, dieses Event. Denn es gibt ja ein Heldenbuch. Und das habe ich mir jetzt erspielt. Jawohl. Ich baue die Truppe einfach nochmal nach, denn sie gefällt mir gar nicht schlecht, bis auf den hier, der gefällt mir nicht so gut. Wir nehmen mal noch einen davon rein, den raus, den rein. Ja, ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Und ich habe das Event fertig. Jawohl, da haben wir wieder ein Heldenbuch und jetzt können wir auch den Dicken wieder befreien. Also 6 Tage, 16 Stunden wird er laufen, 7 Tage ist er gelaufen, also mal gerade so 8 Stunden liegt er. Ja, den wecken wir in jedem Fall auf. Zack, da ist er wieder dabei, Level 47, also Road to Max RA11 läuft hier in jedem Fall auch, würde ich mal so sagen. Und mal sehen, wie ich jetzt meine Runen verballer, beziehungsweise die Elex und die Goldrune, muss mal gucken. Jetzt habe ich wieder 2 Bobs frei, also einer geht heute noch in die Vollbeschäftigung. Und mal sehen, wie ich mir das Ganze voll mache. Nebenher übrigens, das ist bei euch, an euch ein bisschen vorbeigegangen bei meinen Road to Touren. Ich habe natürlich schon alle X-Bogen jetzt fertig. Die habe ich komplett drücken können, jeweils mit Büchern. Das habe ich dann irgendwo so nebenher gemacht. Also mein erster Flächenschaden geht hoch. Point Dev ist bald durch. Viel ist nicht mehr zu tun. Ich hoffe, vorm Upgrade oder Update auf Rathaus 12 werde ich auch mal mit einem Rathaus Max Out mal gucken, ob mir das gelingt. King soll auch noch weiter hochgehen auf 48, 49 und ich denke, den 50er Level, den drücken wir wieder mit 1000 Gems. Das gönnen wir dem Dicken einfach mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen am Ende nach oben da und bleibt an meinem Kanal dran. Bis dahin, euer Toto.